Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit der Rettungsmission von William und Yami. Das ganze Training endet hier jetzt so ziemlich. Wir haben die Ordensanführer am Ende des Kapitels, die sich jetzt bereit machen, rüberzugehen in das Spade-Königreich. Ich habe richtig Bock. Wir werden mit den nächsten Kapiteln also ordentlich viel Action bekommen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das ist jetzt auch mal echt nötig nach so viel Training. Wir haben Asters neue Kraft, seine neue Form, seinen Unite-Mode zusammen mit dementsprechend Liebe, seinem Teufel, den wir noch nicht zu Gesicht bekommen. Also wir sehen das Ganze noch nicht, was ich sehr, sehr gut finde. Da haben wir die letzten Wochen, die letzten Kapitel auch ein paar Mal drüber gesprochen, dass es wohl wahrscheinlich besser wäre, wenn man das Ganze skippen würde, wenn man das nicht sieht, damit diese gewisse Spannung einfach bleiben kann, damit er es in den ernsten Kämpfen wir sehen können, was Asta so drauf hat. Würde man das jetzt schon zeigen, würde man definitiv etwas vorwegnehmen. Die gewissen Momente später in den Kämpfen hätten wahrscheinlich nicht so viel Impact. Und deswegen finde ich das hier von Tabatas Seite auch die richtige, definitiv auch die einzige Entscheidung, das hier richtig zu machen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Black Clover verpassen wollt. Damit können wir loslegen mit diesem Kapitel. Wir erfahren auf jeden Fall wieder ein bisschen was. Das Kapitel beginnt erstmal mit einem Einblick in das Spade-Königreich. Sehen wir auch nicht oft. Wir haben jetzt die letzten Chapter immer sehr viel über Asters Training herausgefunden, über seinen Teufel, über Nacht und so weiter. Und da sehen wir natürlich auch wieder was in dem Chapter, aber erstmal kriegen wir einen Einblick in das Spade-Königreich. Wir sehen unter anderem Zeno bzw. Zenon und er unterhält sich mit zwei weiteren Charakteren, wovon wir einen schon kennen. Beide Charaktere sind aus dem Diamond Kingdom ursprünglich. Der eine ist Lotus, den kennt man halt einfach aus Black Clover. Ich hatte ihn schon gar nicht mehr auf dem Schirm und hatte auch gar nicht mit ihm gerechnet, dass er überhaupt noch irgendwie existiert oder so etwas. Also ich habe ihn komplett vergessen. Den kennen wir bereits und der andere ist Morris. Scheint ein bisschen wichtiger zu sein, dieser Typ. Zumindest wichtiger als Lotus, den wir schon kennen. Morris ist ehemalig für die Wissenschaft im Diamond Kingdom zuständig. Ich glaube, das war auch der Typ, der Fana und Mars diese Steine in die Stirn geballert hat. Also der Typ hat wohl ordentlich was zu sagen gehabt im Diamond Kingdom. Aber als Mars zu einem der 8 Generäle eben geworden ist, hat er ihn quasi rausgeschmissen. Also Morris hatte mal eine wichtige Position im Diamond Kingdom, aber Mars hat erkannt, dass der Typ nicht mehr so relevant ist. Deswegen hat er ihn rausgeschmissen oder dass er zumindest eigene Ziele verfolgt hatte, dass er böse war oder so etwas. Deswegen hat er ihn rausgeschmissen und der ist jetzt übergelaufen ins Spade Kingdom. Also Morris ist jetzt auch dafür zuständig, zum Beispiel, dass Dante geheilt wird, weil der ja durch Asta und Yami zusammen besiegt wurde. Das heißt, Morris und Lotus sind jetzt zusammen mit im Spade Kingdom, auch wenn die eigentlich zu einem anderen Königreich angehört haben. Morris sagt sogar, dass Mars ihn verbannt hat, was mir so ein bisschen zeigt, dass man vielleicht mit Mars in dem Arc auch rechnen könnte. Gerade im Elfen-Arc ist er jetzt nicht großartig vorgekommen und in dem Arc könnte er wieder vorkommen. Wir wissen, dass das Diamond-Königreich auf jeden Fall auch schon eingenommen wurde zu einem großen Teil. Das war ja der erste Moment von Zeno generell, wo Luck, Vanessa ihn halt beobachtet haben und gesehen haben, dass der so überkrass ist, wo Luck sogar das erste Mal meinte, ey, ich habe gar keinen Bock, gegen den Typen zu kämpfen. Dante ist in einer Art Kapsel und regeneriert sich. Morris sagt, er würde jetzt stärker werden als zuvor, wenn er sich regeneriert, wenn er wieder fit ist. Und Dante wacht auch auf und freut sich auf seinen nächsten Kampf gegen Asta, den wir auch sicherlich bekommen werden. Ich denke, Asta wird dann beim nächsten Kampf gegen Dante ordentlich raushauen und ihn vielleicht sogar direkt one-shotten, wenn er den Unite-Mode perfekt drauf haben kann. Die Vorbereitungen für Yami und William sind im Gange. Wir sehen unter anderem auch einen Teufel, wo ich jetzt nicht genau sagen kann, ist das Lucifero, ist das irgendein Experiment von Morris oder so etwas. Also ich kann jetzt eigentlich nur sagen, die Vorbereitungen sind schon im Gange. Yami, William sind in solchen Särgen, kann man sagen. Die Ranken von Williams Magie schließen sich so ein bisschen um die und das Ganze wird einfach eingeleitet. Das ist so der erste kleine Einblick, den wir aus dem Spade-Königreich bekommen. Jetzt gehen wir wieder ins Hauptgeschehen zurück, was Asta, Liebe und Nacht betrifft. Asta und Liebe haben ihren Unite-Mode erlangen können, allerdings wird dieser hier geskippt, wie bereits gesagt, und der Modus kann nur kurz aufrechterhalten werden. Nacht erkennt, dass Asta mit der Anti-Magie zum Stärksten werden kann
und gesteht seine Niederlage ein. Asonacht sagt, dass er verloren hat, aber kündigt ebenfalls an, dass das jetzt noch nicht der Moment ist, wo Asta und Liebe mit ihm zusammen rübergehen können, also das Training hier jetzt an dieser Stelle beendet wird. Das ist nicht der Fall. Asta und Liebe sind erschöpft nach dem Kampf gegen Nacht, aber bereit, direkt mit der Mission loszulegen. Doch Nacht hält die beiden zurück, sie seien noch nicht bereit für die Rettungsmission und würden vermutlich sterben mit ihrem jetzigen Status, aufgrund der Tatsache, dass die beiden eben ja mehr Glück als Verstand hatten, den Unite-Mode überhaupt erreichen zu können, diesen aber nicht perfektioniert haben. Nacht erklärt Asta ebenfalls, dass er ihn lange Zeit beobachtet hatte, also seine gesamte Zeit bei den Black Bulls und auch davor schon, und möchte, dass er als richtige und ehrliche Person von Beginn seiner Reise an belohnt wird. Das haben wir ja immer mal wieder in den vorherigen Kapiteln gesehen, wie Nacht zu gewissen Personen eingestellt ist. Also, dass er zu ehrlichen Leuten wie Asta, die von Grund auf genau wissen, wer sie sind oder was sie sind oder zu was sie fähig sind so mäßig, dass er zu denen besser eingestellt ist als zu unehrlichen Leuten, sag ich mal. Das wird hier nochmal ein bisschen genauer erklärt. Ich denke, dass man quasi schreibertechnisch eine gewisse Bindung zwischen Asta und Nacht aufbauen möchte. Ich bin immer noch der Meinung, dass Nacht definitiv ein Traitor sein könnte. Ein 31er, mal gucken, wie man das machen wird. Nacht geht hier aber jetzt weg und bereitet sich auch für die Mission vor. Also er verlässt Asta und Liebe hier bei diesem Training. Die sollen zusammen mit seinem Teufel Gimodero alleine weiter trainieren, damit Asta und Liebe eben den Unite-Mode perfektionieren können. Was ich unter anderem ziemlich lustig finde, ist, dass Gimodero sehr Angst hat vor dieser neuen Form von Asta. Er hat die ja schon zu Gesicht bekommen, genauso wie Nacht. Nur wir wissen noch nicht, was diese neue Form ist. Und das Einzige, was so ein bisschen zurückbleibt, ist die Reaktion von Gimodero, von Nachts Teufel, von einem seiner Teufel. Und der hat einfach Schiss, von diesem Angriff getroffen zu werden oder von den Angriffen des Unite-Modes, weil er einfach Angst hat, davor zu sterben. So. Also ich glaube, Gimodero ist jetzt nicht so mega der krasse Teufel. Deswegen wird wahrscheinlich Nacht auch 4 von denen haben. Also 4 etwas schwächere, kleinere Teufel, die aber zusammen bestimmt ultra strong sind, je nachdem, oder mit der Kombination Nacht eben. Aber ich glaube, allein ist Gimodero nicht so mega der Hammer. Und deswegen wird er gegen Asta und Liebe ordentlich einstecken müssen. Ich hoffe nicht, dass er stirbt, weil ich mag den kleinen Kerl eigentlich. Aber der hat auf jeden Fall ordentlich Schiss, gegen die beiden anzutreten, beziehungsweise weiter mit denen alleine zu trainieren. Das Kapitel endet dann mit dem Clover Kingdom. Wir sehen, wie die Ordensführer sich auf den Start der Mission vorbereiten. Alle haben ihr Training beendet, oder das Training ist generell jetzt beendet. Der Einzige, der noch am Trainieren ist, wo wir das halt wissen können, ist halt eben Asta. Und sie beginnen, ihre geheime Mission ins Spade-Königreich einzudringen. Wir sehen also die Ordensanführer, wir sehen Juno natürlich als Vize, wir sehen Zecke zum Beispiel, der auch mit am Start ist. Im Anime soll er wohl irgendeine besondere Stellung bekommen haben. Ich glaube, er ist sogar der Vize von dem Grünen Orden, also von Jack dementsprechend. Ich denke jetzt nicht, dass der irgendwas reißen wird. Das ist halt voll der Comedy-Charakter, halt mehr Joke, mehr Glück als Verstand, dass er überhaupt so eine Position bekommen hat. Also der wird da nichts reißen. Ich finde es krass, dass Langeris mitkommt, aber wahrscheinlich werden Juno und Langeris zusammen einen Teamfight bekommen, weil sie eine Taktik ausgearbeitet haben, weil Langeris ja im letzten Kapitel Juno unterstützt hatte bei seinem Training. Und er ist natürlich auch ein räumlicher Magier, was Xenon vielleicht schlecht in die Karten reinspielt, weil der natürlich räumlich auch einiges abdeckt mit seiner Knochenmagie und so weiter. Ich bin auch natürlich definitiv der Meinung, dass man hier in dem Arc, der jetzt beginnt, in dieser Infiltrierung und so weiter, dass man hier einige Teamfights mit einbauen wird. Ich sag 100%, Nozzle und Noelle werden gegen Vanica kämpfen. Wenn Nozzle herausfindet, was Vanica bzw. Magicula mit seiner Mutter gemacht hat, dann wird er ordentlich ausrasten. Safe Call, deswegen sage ich definitiv Teamkampf. Egal, was Noelle für ein Power-Up rausholen wird, die wird nicht stark genug sein, Vanica und Magicula im Alleingang fertig zu machen. Deswegen sag ich, Nozzle ist ja auch mit in dem Arc dabei, also wird er quasi teamkampfmäßig zusammen mit seiner Schwester, seine Mutter, rächen können. Wie die Kämpfe genau aussehen werden, weiß ich natürlich nicht. Ich hätte auch gerne ein paar Einzelkämpfe, wobei man das definitiv in ein gutes Verhältnis packen sollte. Magna ist halt das beste Beispiel. Der wird halt zurückkommen, der wird halt einen Moment bekommen, Safe Call. Man hat das so aufgebaut, dass er halt schon angepisst ist, weil er die Runenmagie nicht drauf hat und so weiter. Aber wie will man das halt machen? Wenn er ein Power-Up bekommt und gegen den Teufel kämpft, dann ist das absolut Bullshit, weil er einer der schlechtesten Charaktere ist, einer der schwächeren Charaktere definitiv ist. Und dann das Power-Up
aus dem Arsch schlecht hinbekommt, was ihn dann wieder so stark boostet. Das ist halt BS, ohne Spaß. Oder man holt ihn halt zurück und es ist einfach überhaupt nicht spektakulär und gar nichts und es ist lame. Wie gesagt, ich bin kein Magna-Fan, aber was das betrifft, bin ich echt gespannt, wie Tabata das umsetzen will, weil, keine Ahnung, ich hätte keinen Plan, wie ich den Charakter einbringen möchte. Ich würde ihn sogar umbringen, safe. Von einigen Charakteren verspreche ich mir ordentlich was. Ich hätte sehr gern einen ernstzunehmenden Fight von Jack. Da hätte ich richtig Bock drauf. Wir haben natürlich noch das Hartkönigreich mit den Elfen, die natürlich auch noch rüberkommen könnten, wo man sich auch die Frage stellt, sind die nur Lehrmeister für Noelle und die anderen oder kommen die mit? Wobei man bei Patry definitiv sagen kann, der muss eigentlich mitkommen, weil er eben die Connection zu William hat. Aber mal gucken. Ich denke, Asta wird der Letzte sein, der in den Arc mit rüberkommt, weil er der Schlüssel für den Arc ist. Ich denke, dieses gewisse Tor zur Dämonenwelt wird geöffnet. Ich denke, Yami und William könnten sterben. Mal sehen einfach. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zum Chapter unten in den Kommentaren da. Was meint ihr? Welche Kämpfe könnten zustande kommen? Was kann man machen? Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!